Auf geht's. Mit dem Tenways Argo X habe ich meine Liebe zum Fahrradfahren wieder kennengelernt. Darüber reden wir gleich, aber zuerst fahren wir eine Runde, oder? Das hat sich ja schon gelohnt, oder? Und genau das ist der Punkt. Einige Wege sind in Wiesbaden so steil, die fahre ich nicht mit dem Fahrrad. Da fahre ich eher Roller oder Auto. Und genau den Punkt wollte ich angehen. Weil das ist natürlich immer eine Sache von Bewegung und seitdem ich in Wiesbaden wohne, ist für mich einfach ziemlich viel Bewegung weggefallen und das merke ich auch körperlich. Und daran wollte ich etwas ändern und deswegen habe ich mich nach einem E-Bike umgesehen und das Argo X, das ist definitiv mein Liebling. Es wird ganz oft als der SUV der E-Bikes bezeichnet. Stimmt das? Es ist auf jeden Fall sehr solide und das vor allem für den ausgerufenen Preis, der sogar unter dem Argo T liegt. Ich habe zwei Sachen hinzugefügt und das sind zum einen die Griffe, die ich wirklich vorher unausstehlich fand und zum anderen der Akkuschutz, den ihr gerade gesehen habt. Der ist nicht zwangsläufig notwendig, aber schützt den Akku jetzt gerade, wenn es in Richtung Herbst geht und eben vielleicht mal ein bisschen regnet. Fahren wir noch ein Stück, oder? Ich habe direkt nach dem Kauf kurz mit Tenways Kontakt gehabt. Grund: minimale Unschönheiten in der Lackierung. Schneller als das Fahrrad schickte Tenways ein kleines Paket zu mir, um eben jene auszubessern. Drin war ein kleiner Nagellack, würde ich fast sagen, in der Farbe meines Fahrrads. Mit jenem konnte ich meinen Rahmen einfach nachfahren und habe jetzt noch ein bisschen was übrig, sollte ich mal wieder eine Schramme reinfahren. Der Kontakt mit Tenways war in diesem Zusammenhang sehr gut. Andere Hersteller können sich da gerne eine Scheibe abschneiden. Das gleiche gilt auch für die Akkulaufzeit. Das Tenways Argo X verliert keinen Strom, wenn ich es abstelle. Dadurch weiß ich immer, wie viel noch im Akku ist und erlebe keine bösen Überraschungen, wenn es mal ein paar Wochen gestanden hat. Das kommt auch vor, hier regnet es echt viel. Regen ist natürlich kein Grund, kein Fahrrad zu fahren. Tenways sagt selbst, bei Regenfahren ist kein Problem. Starker Dauerregen sollte es jetzt nicht sein, aber ich denke, das ist bei jedem elektronischen Ding der Fall. Ich kann euch aber sagen, das Fahrrad meiner Freundin steht regelmäßig draußen, auch wenn es regnet, ohne Akku und es ist trotzdem noch nie was passiert. Der Akku lässt sich an der heimischen Steckdose laden und darf vielleicht aus dem Fahrradrahmen entnehmen. Das ist aber nicht nötig, man kann ihn auch im Fahrradrahmen laden. Da der Akku beim Tenways Argo X am unteren Rahmen angebracht wurde, regnet es auch nicht so leicht in die Innenseite des Fahrradrahmens. Das kann nützlich sein, wenn man den Akku entnimmt, währenddem das Fahrrad an einem öffentlichen Platz steht. Mit voll aufgeladenem Akku kann es wieder auf Reisen gehen. Mit einer Sache hatte ich tatsächlich ein bisschen zu kämpfen, das waren die Griffe. Ich habe diese ersetzt und nun SQLab 710er installiert. Die Griffe sind ergonomischer und sorgen vor allem dafür, dass mir meine Hände nicht wehtun. Und uiuiui, die haben mir wirklich wehgetan. Aber zurück zu den SQLab. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Heißt, geht in einen Fahrradladen und lasst euch beraten. Mit knapp 35 Euro sind die Griffe auch nicht besonders teuer. Die alten Griffe kann man aufheben oder entsorgen, ich habe meine nicht mehr. Einen Besuch im Fahrradladen kann ich überdies nur empfehlen. Je nachdem, wie gut der lokale Handel ausgestattet ist, könnt ihr dort das Argo X auf Probe fahren. Ihr seht mich hier gerade bei Lucky Bike, die vertreiben Tenways selbst, also schaut ruhig mal vorbei. Der Vorteil, kauft ihr es über Lucky Bike, könnt ihr es auch zur Wartung vorbeibringen, ohne dass man euch schief anguckt, weil ihr das Fahrrad im Internet gekauft habt. Mein Fahrrad hat seine erste Inspektion problemlos überstanden. Ich habe euch mal den Inspektionsbericht abfotografiert, den seht ihr hier. Eine kleine Einschränkung gibt es, Firmware-Updates kann Lucky Bike nicht machen. Das hat auch seine Vorteile, der Inspektionspreis ist in meinem Fall erheblich gesunken. Wie ihr seht, dem Fahrrad geht's gut, nächstes Jahr muss es wieder hin und zwar im September. Aber jetzt heißt es erstmal weiterfahren. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ihr habt noch Fragen zum Tenways Argo X? Dann ab damit in die Kommentare. Wir waren übrigens mit dem Argo X so zufrieden, dass meine Freundin jetzt das Argo T fährt.